Auch 2021 wird er wieder in Wohnzimmern, Büros und Werkstätten hängen. Der Kalender Erotica Mineralis. Noch bevor das neue Jahr beginnt, konnten wir mit Fotografen Olaf Martin und einigen seiner Models im Pferdegöbel am Markus-Röhling-Treibeschacht einen Blick auf das neue Werk werfen. Entstanden ist er in einem einzigartigen Jahr. Nichtsdestotrotz kann sich der Kalender sehen lassen. Also im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert, weil die Locations sind gleich geblieben. Bergwerke, Untertage mit Models. Aber es war dieses Jahr trotz Corona wesentlich stressfreier. Also ich hatte den Eindruck, dass die Situation vor Ort, also bei den Fotoshootings, wesentlich gelassener vonstatten ging. Für viele Models war das erste Shooting überhaupt, weil viel durch Corona flach gefallen ist. Und das Schöne war, dass viele weibliche Models männliche Models organisiert haben. Und dann hatten wir meistens zusammen die Fotoshootings und das war alles sehr entspannt. Wenn man einen Kalender mit Nackten unter Tage herstellt und verkauft, erlebt man ganz gewiss Lustiges und Skurriles. Das Schönste war eigentlich, dass ich voriges Jahr einen Leserbrief von einem alten Wismut-Kumpel aus Breitenbrunn bekommen habe, der eine Situation geschildert hat, wie das in den 50er Jahren vor Ort mit Bergleuten zu tun hatte und dass die halt tatsächlich bei diesen großen Temperaturen von über 40 Grad vor Ort nackt gearbeitet haben. Und dass es da halt einen lustigen Zwischenfall gab mit einer russischen Radiometristin, die da halt vollkommen schockiert war, dass dort die Bergleute nackt vor Ort rennen, sich beschwert hat. Die Grubenleitung hat eingegriffen und zwei Tage später sind sie alle wieder nackt im Bergwerk rumgerannt. Auch wenn die Herstellung des Kalenders im Corona-Jahr ohne Probleme vonstatten gehen konnte, so kann der Verkauf wegen des Lockdowns nicht in gewohnter Form vonstatten gehen. Für den Vertrieb auf jeden Fall, weil durch die Wegfallen der Weihnachtsmärkte und das Schließen der Museen und Bergwerke einige Wiederverkäufer also einfach weggefallen sind, wie die Darra Mineral ist in Freiberg, die jedes Jahr einen großen Posten verkauft haben. Einmal in München auf der Mineralienbörse, wo sie mit dem Stand vertreten waren und dann in ihrem eigenen Museumsshop und ist ja alles ausgefallen. Da gibt es schon ein bisschen Probleme. Ich hoffe halt, dass die Leute dann mehr aufs Online-Geschäft ausweichen. Bis jetzt sieht es auch so aus. Mehr zu den Kalendern und wo man sie erwerben kann, erfahren Sie im Internet unter Erotica Mineralis. Olaf Martin wünscht sich, sein Kalender möge für Sie auch 2021 zu einem kleinen monatlichen Lichtblick werden.